mal in Path of Exile Streams, da sind 5000 Leute drin, wovon vielleicht 100 schreiben, ja? Ja, gut, okay. Neuer Erfolg, Cowboy. Leben vom Land. Willkommen beim Leben vom Land. Ab morgen wird angeblich eine unüblich hohe Menge an Muscheln und Korallen an die Strände der Welt gespült werden. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich habe gehört, dass es irgendwas mit der Paarungszeit der Krabben zu tun hat. Jedenfalls kannst du gutes Geld verdienen, wenn du dich ein wenig an eurem ordentlichen Strand umsiehst. Oh, heute ist das Luau, ne? Ja. Bald. Müssen wir irgendwas mitnehmen? Ich glaube um 9. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nee, aber ich google jetzt auch nicht, weil ich darf ja nicht. Ja, das ist richtig. Also das gibt's auf die Nase. Das heißt, wir verschenken einfach die Chance, beim Luau was Cooles abzugreifen, weil wir nehmen mit. Also ich war bestehend, wie die Geschichte von Jesus hat er ja auch selber geschrieben. Aber Jesus, es steht, heißt nicht Jesus ist Bibel, ja? Das ist der Unterschied. So, ich gehe jetzt mal Richtung Luau. Ich muss eh auf euch warten, aber wir sollten langsam mal los. Ich nehme noch einen Goldfisch mit. Also Goldsternfisch. Wir brauchen einen Käse, Honig oder Granatapfel oder Pfirsich. Bis 14 Uhr müssen wir dort ankommen, ne? Ganz entspannt. Ja, es ist ja schon gleich 14 Uhr. Es ist 10.30 Uhr. Ja, gleich 14 Uhr. Es hat nichts offen. Ich hab hier dein Ding. Ich hab eine Strandschnecke mit. Mein Ding habe ich noch in meiner Hose, ja? Ja, du müsstest hier noch einen Köder nehmen. Hör mal auf, mit dem blöden Müll rumzuwuscheln, die mögen uns alle deswegen nicht, nur wegen dir. Ja, nur wenn es in der alle Nähe nicht macht. Da. Die doch, Heidi ist gerade rechts gewesen. Ja, die habe ich gesehen, ich habe gewartet, bis sie aus dem Bildschirm war. Abstand. Die mag dich schon so nicht. Ich mag niemanden, das ist Heidi. So, ich warte auf euch, gebt Gas. Ja, Leute, kommen wir jetzt mal zum Dingens hier? Ja, da noch mindestens eine Person fehlt, kann ich auch ein bisschen angeln in der Zeit. Ich bin total irritiert, weil der Bürgermeister rennt gerade irgendwo hin. Ich renne ihm gerade nach. Warum rennst du jetzt den Bürgermeister nach? Bist du verliebt? Aber der bleibt stehen und macht nichts mehr. Komisch. Kommst du jetzt endlich mal hier verdammt nochmal her? Kannst du mal aufhören zu fluchen? Ja, aber verdammt ist aber kein Fluch, verdammt ist einfach nur ein Ausdruck von Frustration. Komm, Benni, wir blockieren sie. Ach nee, scheiße. Kann man nicht. Wo es jetzt kommt, auf geht's auch so, wow. Jetzt alles vorlesen, ja? Oh, das war das mit der Suppe. Ich hab einen Goldfisch dabei. Ja, das nützt nichts. Was muss man denn da reintun? Dann schmeiß einen Goldfisch rein. Was muss man denn da reintun? Tja, das wüssten wir jetzt, wenn wir Wikipedia lesen würden. Eine Sache weiß ich, die haben wir aber noch nicht, aber es gibt irgendwie 4 Stück zur Auswahl. Mach dich zurecht, denn der Gouverneur ist für seinen jährlichen Besuch hier. Wenn du das für die Überraschung hast, dann wirf es auf jeden Fall in den Kessel. Ich hätte eine Gewürzbeere. Was für ein entzückender Anlass. Es ist immer eine Freude, das Sternentautal zu besuchen. Das kann ich mir eine Schnecke reinschmieren. Wen interessiert's? Ich hatte eine Gewürzbeere oder einen wilden Meerrettich. Wir haben dieses Fest jedes Jahr. Du hast Prasse in die Suppe gegeben. Von allem zu geben, was dieses Tal zu bieten hat. Wenn du das für die Suppe mitgebracht hast, dass wir uns damit im Gouverneur gut stellen können. Moment, wo bist du? Ich bin auch so nervös darüber, wie die Suppe schmeckt. Wollen wir einfach zusammen gehen? Ja, ich bin auf dem Weg. Deswegen, wo bist du? Ich habe jetzt die zwei hier abgehakt. Ja, okay. Aber du kannst sie auch nochmal ansprechen. Nee, du musst ja eh durchklicken, also gib Gas. So, du machst die Männer, ich die Frauen. Ich hab ihn nicht angesprochen. Ich kann nicht ansprechen, wenn du ihn ansprichst. Ha! Das ging aber doch letztes Mal. Nein, das ging letztes Mal schon nicht. Ein langes, durchgängiges Drehen ist der Schlüssel für das perfekte Rösten. Du darfst den nächsten. Was auch immer Linus gerade röstet, es riecht furchtbar gut. Okay. Gut, dass ich diese Creme mitgebracht habe. Jetzt haben wir es richtig schön vertauscht. Stimmt. Ich frage mich, ob Maru auch ein wenig Sonnencreme auf ihren Schultern gebrauchen könnte. Ich hoffe, die Suppe dieses Jahr ist gut. Ich bin voll, aber was kann man außer Essen sonst noch tun? Wo bist du hin? Verdammt, ich hatte die Augen zu, weil ich gelacht habe. Ich bin schon wieder da. Einmal hat Sam ein halbes Kilo Sardellen in die Überraschungssuppe geworfen. Perfektes Wetter für eine Strandparty, nicht? Ich würde tanzen, aber ich will nicht schwitzen. Hast du dich nie gefragt, warum Sam die meisten gemeinnützigen Arbeitsstunden dieser Stadt hinter sich hat? Übrigens reden die zweimal zum Teil, gell?
Komm mir nicht so, ja. In der Stadt bekommst du nirgendwo einen Pfefferoni steht hier. Pfefferoni. Ach, Pfefferoni. Pfefferoni-Chutney. Pfefferoni-Chutney wie dieses. Kannst du jetzt doch mitlesen? Ja, wenn er weitergeht, kann ich ihn wieder ansprechen. Aha. Diese lästigen Sandfliegen landen nie andauernd auf meinem Essen. Du bist... Ach so. Das ist ein müden Liebling. Bist du bald bereit, das Buffet aufzusuchen? Au, du bist auf meinen Fuß gestiegen, Schatz. Sie hat nicht zu antworten. Sie kann nicht ansprechen. Dann nehme ich sie hier. Vincent ist kein guter Tänzer. Mir ist langweilig. Ist da oben noch jemand? Die alten Leute. Ah, die alten Leutchen. Ah, der Geruch des Ozeans trägt mich Jahre zurück. Lange bevor du geboren wurdest. Das kannst du aber gut, bist du so alt? Diese Musik ist viel zu laut. Kann ich nicht irgendwie Ruhe und Frieden haben und den Ozean genießen? So sympathisch. Aber, Abigail war hier noch. Auf der Dingens. Deine geliebte Abigail. Es ist anstrengend, mit anderen zu reden. Ich beobachte lieber das Meer. Oh, ja. Ich glaube, ich mag sie auch. Hallo, es ist anstrengend, mit Leuten zu reden. Das spricht ja aus der Seele. Ist der Zauberer. Was, der Zauberer? Ja, wo ist der Zauberer? Dass sie eine Sozialphobie hat, aber ich mag ja Menschen, die gestört sind. Und warum magst du mich dann? Mehr Menschen sind an euren Festen interessiert. Sie werden ziemlich sauer, wenn ihr Müll in den Ozean werft. Was? Und die Frage beantwortet sich, glaube ich, von selbst, oder? Warum ich dich mag. Ja, ich bin ja eindeutig nicht gestört, ja? Ich bin ja wohl der normalste Mensch der Welt. Totally. So. Kostenloses Buffet, alter Vorteil daran, hier zu leben. Genieß es, Kind. Jetzt können wir was in die Suppe werfen, oder? Ich habe schon was reingeworfen. Ich habe euch schon was reingeworfen. Echt? Ja. Wer auf die Treppe. Sachen reinmachen? Vielleicht gestattet der Gouverneur mir eine Steuererleichterung, wenn ich mich mit ihm gut stelle. Ich frage mich, ob er Whisky mag. Ich habe auch eine Gewürzbeere rein. So, ich würde jetzt mal die Sequenz anfangen. Bei was hast du reingeworfen? Ne, ich glaube Sardelle oder sowas, ein Fisch. Mach dich zurecht. Der Gouverneur ist für seinen jährlichen Besuch hier. Wenn du etwas für die Überraschungssuppe hast, dann wirf es auf jeden Fall in den Kessel. Aber wir haben doch schon in den Kessel geworfen. Was für ein entzückender Anlass. So, jetzt können wir jetzt mal anfangen. Ich muss mit meiner Gattin reden, ob wir hier ein Ferienhaus erleben sollen. Ja, hi. Lies mal vor. Das sollen wir mit dem Luau beginnen? Der Gouverneur sieht ein wenig hungrig aus. Wollen wir mal anfangen? Ja. Ja, dann fangen wir mal an. Ich laufe noch auf der Stelle. So, und jetzt in verteilten Rollen. Schmeckt gut. Also Leute, es ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Gouverneur seinen Besuch im Tal bereut. Besser. Also Gouverneur, würden Sie uns die Ehre erweisen, die Suppe zu probieren? Natürlich. Ich habe mich schon das ganze Jahr darauf gefreut. Viel kann ich nicht dazu sagen. Die Suppe ist sehr gewöhnlich. Tja, seht ihr, weil wir nicht gegoogelt haben. Tja. Jetzt müssen wir wieder ein Jahr warten. Ist ja nicht so schlimm. Wie lange willst du dieses Spiel spielen? Er hat recht, nicht schlecht, aber sonst nicht besonders. Sich nach zig Mittwochs Einlagen wieder dran zu erinnern. Wer will sonst noch etwas Suppe? Alle! Nee, nicht alle. Die Suppe war nicht beeindruckend, aber ansonsten war das Luau ein voller Erfolg. Ab geht's. Endlich sind die fertig, ey. Magst du das Luau nicht? Was ist los mit dir? Was mag ich nicht? Warum magst du das Luau nicht? Doch.
Aber, ja, gut, jetzt spielen wir. Sollen wir denn. Also das Spiel zu dritt zu spielen ist aber auch schon lame, da könnt ihr wenigstens die Lösung für die Events googeln, aber ich finde es irgendwie besser, das rauszufinden. Weil es halt schon so relativ einfach ist. Aber verbraucht man eigentlich jetzt mehr Energie, wenn man zu dritt spielt für einzelne Aktionen? Ja. Oder? Ich glaube nicht, aber dafür haben wir keine Zeitpausen. Genau. Also wenn du zum Beispiel angelst und sowas, hält ja normalerweise dann die Zeit an und die läuft ja ach einfach so weiter. So. Stimmt. Dadurch sind die Tage schneller vorbei. Also die sind immer nach 15 Minuten vorbei, vollkommen egal, ob wir uns beeilen oder nicht. Aber die haben variiert bei mir in der Aufnahme. Ja, mal waren es 12 Minuten und mal waren es 15 oder 16 sogar. Nee, so was war es bei mir nicht. Und durch die Feste wahrscheinlich. Und wann wir halt ins Bett gehen, ne? Wann wir alle gemeinschaftlich um 0 ins Bett gehen, das ist was anderes, als wenn wir alle gemeinschaftlich um 2 ins Bett gehen. Ja, okay. Also ich finde es nicht lame, das zu dritt zu spielen. Ich finde es halt super entspannt. Das ganze Spiel ist ja, halt logisch, ist spannend. Entspannt. Ich finde es sowohl spannend als Singleplayer als auch als Multiplayer, weil das Multiplayer hat man einfach schnacken und Aufgaben verteilen und das macht das Ganze witziger und als Singleplayer rödelt man einfach jahrelang so irgendwie vor sich hin. Genau, Aufgaben verteilen. Zwei Leute gehen in die Mine und der Rest macht Benny. Du angelst den ganzen Tag. Das stimmt überhaupt nicht. Das, wenn ich den ganzen Tag wenn ich den ganzen Tag nur angeln würde, könnte ich nicht diese Sprinkler bauen. Du, hä, was? Wenn du den ganzen Tag nur angeln würdest, kannst du nicht die Sprinkler ja, bauen? Ja, das ist eine vollkommen richtige Aussage. Also ich kann das alleine. Die Geister sind heute etwas genervt. Also ich kann das vorher, wenn ich selbst noch Minen gehe. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Ich kann nur die normalen Sprinkler bauen. Kann nicht die erweiterten Sprinkler bauen. Alles okay. Aber heute können wir wieder Samen kaufen und anpflanzen. Oh, und Fernsehen gucken wollte ich ja auch noch. Heute können wir wieder besamen. Ich können wir mal besamen, gemeinschaftlich. Nee, das steht nicht so drauf. Wie kommst du das hin, Lumi? Ja. Werde ich mir noch irgendwas überlegen. Glück gibt's. Bei dir, bei mir nicht. Bei mir ist eher weniger Glück. Ich squirte oder so irgendwas. Ja. Das hat aber nichts mit Samen zu tun. Ich weiß. Aber es geht um die Geste. Es geht ja nicht immer nur um. Es geht um die Geste. Irgendwie, nee. Nett. Moment mal, kann man damit noch irgendwie Sommersamen oder sowas herstellen? Ja, ich kann Sommersaat herstellen. Soll ich Sommersaat herstellen? Wilde Saat, Sommer? Stell mal. Achso, wir haben jetzt das Schnellmut. Alles klar, jetzt haben wir 80 Samen. Sehr gut, dann brauchen wir keine mehr kaufen. Wer möchte denn, Albon. Haley, genau richtig. Auf jeden Fall, Albon. Warum bist du denn ausgerechnet Haley? Weil ich Abigail in einem anderen Spiel schon hab. Oh, er hat sie halt alle schon. Alle schon. Guck mal, wir haben immer noch 1900, also ihr könnt euch immer noch was holen gehen. Hier müssen wir jetzt irgendwie. Oh, scheiße, ich hab vorher die Geoden. Warum machst du nicht erstmal die, die wir angefangen haben, und machst an denen weiter hier? Ich dachte, das machst du schon. Pff, ich war nicht in der Nähe, aber ich dachte, das machst du schon. Das war die perfekte Ausrede, du hast es mir sogar geglaubt. Nee. Nicht? Nee, das ist einfach doof. Ich würde eigentlich die Bücher vorlesen, die in der Bibliothek sind. Warte mal. Einfache Frage, kurze Antwort. Ich kann mich jetzt nicht auf dich konzentrieren. Dachte, Bronzen. Ach, du hast eine bessere Axt, stimmt. Yep. Sehr cool, das macht es uns ja deutlich einfacher. So, dann haben wir hier frei. Warum hast du jetzt so zwei. Warum hast du jetzt hier noch eins gemacht? Das ist doch Quatsch, hier darf ich nichts hinsetzen. Ja, aber hier mache ich ja weiter. Niemals. Tu nicht so, als wäre das logisch. Tu nicht so, als ob es unlogisch wäre, so. Ich bin übrigens fertig, mehr habe ich nicht. Ach, dann können wir doch noch Samen kaufen. Wir haben ja noch Geld. Oder willst du irgendwas? Ich will immer irgendwas, aber das kriege ich nie. Was willst du denn? Wir können dir ja Geld übrig lassen. Und du hast mich nicht düngen lassen, bevor du die Sachen Ich kann nichts dafür, dass du 3 Jahre brauchst, um zu düngen, wenn da überall noch freie Sachen waren. Hol jetzt meine Spitzhacke und geh in die Mine. Tatsächlich. Und mach gar nichts mehr für den Hof. Wer ist jetzt der Zickige von uns beiden, ja?
Du versuchst es ja mit allen Mitteln, mich heute zickig zu machen. Als ob ich dich zickig machen könnte. Ich war so gut gelaunt, bis ich mit dir gesprochen habe heute. Das gleiche könnte ich aber auch sagen. Ich schenke dir nie wieder Pastinaken. Nie wieder. Das ist okay, da machst du mir, tust mir gefallen, das finde ich gut. Ich mache das am Brombeermarmelade, ja. Ich hoffe, du weißt, dass das als Strafe gedacht ist. Ja, ich fühle mich total schrecklich deswegen. Oh nein. Ah, wie soll ich das nur überleben? Warum ist hier Löwenzahn? Mais sollen wir am letzten Tag anpflanzen. Nö, wir können Mais doch eher anpflanzen. Dann mach mal. Ach, wir brauchen ganz viele Melonen. Melonen habe ich schon angepflanzt. Ja, weil wir doch 4-5 goldene brauchen. Oh, jetzt fängt das wieder an, ey. Moment, Melonen. Es wird Zeit für Melonen. Ich habe ganz viele Melonen gekauft. Ich habe schon Melonen gekauft und die sind auch auf Dünger. Entspann dich. Wir brauchen noch 13 Dünger für die 24 Melonen, die ich geholt habe. Dünger. Dünger. So, ich laufe jetzt durch die Gegend und pack überall solche Harzdinger ran, weil ich eigentlich Bienen haben will für Honig. Ich will Dünger. Wir brauchen auf jeden Fall aus dem nächsten, also jeder. Scheiße. Ja, lass dich nicht aufhalten, Felix. Sommer, Herbst, Winter brauchen wir noch diese Wildfrüchte. Nämlich die Brücke fertig, dann brauchen wir noch die Wildpflaume. Ich habe gerade 80 Wildfrüchte angebaut, ich glaube, wir sollten genug kriegen. Was? Ja. Ich habe 80 Wildfrüchte angebaut, ich glaube, wir sollten genug kriegen. Das bringt aber nichts, Benny. Doch. Ich auf Sommer, Winter und Herbst. Und wir haben Frühling. Wir haben Sommer. Wir haben Sommer, okay, dann haben wir halt Sommer. Brauchen wir vielleicht noch welche aus dem Frühling. Wir haben doch die aus dem Frühling alle aufgehoben. Frühling haben wir abgegeben. Müssten ja, nicht alle abgeholt. Die haben wir schon abgegeben, dann gibt's Saatgut davon. Oder so. Ich guck jetzt nochmal nach, ey. Die Sammelsachen vom Frühling haben wir abgegeben, definitiv, das war ich. Forellenbosch. Du spoilerst halt nur, ja, du bist die Spoiler-Tante. Nur weil ich weiß, dass du es nicht magst. Du bist die Pastinaken- und Spoiler-Tante in Zukunft. Alter, Felix! Ey, das ist ja nur das. Wasch dir wenigstens die Hände danach, ja? Das ist doch bloß meine Bewertung, die da sinkt. Ne, wenn es uns angezeigt wird, wahrscheinlich unsere komplette Bewertung. Nee, wir haben ja nicht gemeinschaftliche Freundschaften. Eben. Du hast ja aber auch schon Sequenzen mit Abigail, die ich nicht hatte und ich hatte. Eben, das wäre ja geil, da könnte ich ja die Abigail hier ausspannen quasi. Ne, wir würden alle Abigail heiraten gleichzeitig. Ja, genau. Ja, das wäre ein bisschen arg schräg, oder? Stehen so drei Leute vorm Altar und eine Braut. Polygamie. Aber nur für Abigail. Ich will diesen scheiß Hopfen nicht essen, ich will ihn verschenken. Trockenbier. Haben wir schon die Bierbraue? Ich weiß nicht, ne, einlegen haben wir glaube ich nur. Schade. Nein. Wenn wir Fässer haben, können wir nämlich Bier brauen. Wieso ist ein Abby hier schon wieder nicht zu Hause? Wo ist die denn? Nur unterwegs. Ich kann ja sehen. Und wessen Kult ist ja eigentlich bei Piers noch mit drin? Der Altar von Joba. Welche Sekte opfert denn hier bei dem Goldaltar? Goldaltar. Der hat schon wieder dran gedacht. Welchen Goldaltar, Alter? Jetzt hab ich Hunger. Gold ausgegeben. Für die Sprinkler, ich. Ach so. Mit Auftrag. Ja, da ist ja gut. So, jetzt hab ich. Wisst ihr, dass mir jetzt irgendwas aufgefallen ist? Ich hab wie eigentlich Meerjungfrau-Mann heißt? Also so als Name. Was? Meerjungfrau-Mann. Ich find's nicht witzig. Mermaid-Man. Ja, irgendwie ist es. Ich find's witzig. N hoch 3 oder M Kubik. Kubikmeter. Meerjungfrau-Mann ist M hoch 3 bei dir. Ja. Gut. Mermaid Man. Achso. Ah, bist du hängen geblieben. Akira, das willst du doch, Kira, hä? Zur Klarstellung für meine Zuschauer, Kira ist seine Katze. Ich wollte es gerade, mir lag es gerade auf den Lippen, du warst nur eine halbe Sekunde früher. Die beißt sich rein, die will ab und zu so einen Terror haben. Einfach gewohltätigende Katzen. Einfach klein also schneiden und dann njum. Ich sollte ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr pflanzen, ich mache hier nur Scheiße. Das sieht auch so aus.
Vor allen Dingen, weil hier ist ja Quatsch, dass hier so schon wieder ein Sprinkler kommt. Ja, nee, vor allen Dingen, hier sollte ja eigentlich... Der Sprinkler muss hier hin. Hier sollte ein Weg kommen. Das war die Intention. Wie du halt wirklich nur Müll gemacht hast. Nee, warte mal, jetzt bin ich gänzlich konfus. Also hier kommt der Weg. Hör auf und mach's wieder weg. Dann geht's hier weiter, okay. Leute. Was? Irgendwohin, wo Platz ist. Benni, mach mal deine Fackel hier weg. Geh mir hier für den Keks. Die Fackel steht da schön, damit mein Eingang beleuchtet ist, ja. Du brauchst mal einen Ring. Wo hab ich jetzt meine Spitzhacke hingehauen? Nee, ich brauch keinen Penisring. Warum redest du von einem Penisring? Kein Mensch hat von einem Penisring gesprochen. Ja, du hast schon gesagt, weil um Hochzeit ging's nicht. Ich geb's einfach auf. Mit dir sinnvoll zu reden, das funktioniert einfach nicht. Ich habe heute für meine Freundin das Geburtstagsgeschenk geholt, was ich ihr in anderthalb Wochen schenke. Ohne Scheiß, jetzt dachte ich gerade, es kommt. Ich habe jetzt heute für meine Freundin einen Penisring angezogen. Spoiler! Nee, ich war bei Thomas Sabo und habe dort eine Kette gekauft. Eine Peniskette. Ja. Mit 70 cm Länge. 70 cm. 20 cm. Ja, schon schlimm genug, aber 70 wäre ja noch übler. Nee, Durchmesser, ja. Kleiner Peter. Also ich will keine Angst vor einem Schwanz haben. Nur die Cola ist alle. Im Moment, wenn der Schwanz da dreimal so breit ist, wie lang? Das freut dich jetzt, ne? Das ist dann eher so ein Badewannenstöpsel. Wirklich lustig. Die Vorstellung ist schon lustig. Ich fand das so lustig. Nee, John, nicht Benta, keiner. Darüber reden darf ich ja. Ich darf noch nicht zeigen.